Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Star Stable Online. Nach einigen technischen Schwierigkeiten, die ich hoffentlich jetzt behoben habe, also wenn ihr das Video jetzt seht, dann habe ich sie anscheinend behoben, werden wir uns jetzt endlich die neuen magischen Pferde kaufen. Morland! Ui, 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 bei mir leckt's ganz schön und es ruckelt auch sehr. Ich bin jetzt gespannt, ob das war... Oh mein Gott, das sind sie. Ich bin gespannt, ob das weiter so... oh Gott, da sind die Hässlingen. Sorry. Aber die sind echt schrecklich. Ich meine, der Skin ist mega alt und die Pferde sind echt schrecklich. Egal. Wir gehen zu den Pferden, die uns gut gefallen und gucken die einfach mal an. Wir... Oh, warum vergesse ich jedes Mal, dass wir diese Ansicht haben? Ich finde die Ansicht echt schrecklich. Aber okay, das ist unser erstes Pferd, Hemera. Oh mein Gott, sie ist mega. Jetzt wartet mal, kann man sie... Ah, ja, ja, okay, hier. Toggle Magic Code. Okay, das ist wunderbar. Oh mein Gott, sie ist mega süß, oder? Und ganz viele von euch haben gesagt, ihr dachtet, dass es ein Isländer ist. Und ich kann es definitiv verstehen, warum ihr das dachtet, weil, ja, gefühlt sind sie ein bisschen fluffiger wie die Haflinger. Ich meine, es ist der Haflinger-Skin, Leute, ne? Und, ja, ich finde irgendwie, die Mähne ist ein bisschen ähnlicher von dem Isländer als wie vom Haflinger. Aber es sind ja magische Pferde und nicht unbedingt Haflinger. Oh mein Gott, bist du putzig. Oh mein Gott, bist du putzig. Der Bart stört auch gar nicht, Gott sei Dank. Oh mein Gott, in-game. Jetzt wartet mal, lass mich nochmal rausgehen. In-game sind die halt viel schöner, ne? Oh mein Gott. Jetzt wartet, ich komme da hinten nicht hin. Aber ich kann doch irgendwie jetzt weiterklicken, oder nicht? Ja, 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 okay. Oh mein Gott. Ich habe beim Teaser-Trailer gesagt, dass mir das andere Pferd besser gefällt. Aber Leute, ganz ehrlich, die Farben von dem Pferd sind viel schöner. Also ich weiß nicht, das finde ich ein bisschen zu bunt. Ich persönlich hätte es irgendwie cooler gefunden, wenn das irgendwie nicht so bunt gewesen wäre. Mir gefällt das magische Pferd viel, viel besser. Oh, ist er... Hä? Ich dachte, er ist black. So, das ist aber jetzt nicht black, oder? Das soll jetzt nicht black darstellen. Aber was ist er dann? Aber das ist ja definitiv nicht black. Das ist undefinierbar. Eine undefinierte Farbe. Eine was? Bubble. Eine undefinierbare Farbe. Ich hätte jetzt vorgeschlagen, vielleicht ein Liver? Chestnut? Maybe? Oh mein Gott, ich finde beide süß, aber sie kosten 9... Wie viele Starcoins haben wir? 7.620 läuft. Okay, dann kaufen wir jetzt beide. Ich finde die toll. Jetzt wartet mal. Personalis... Oh nein, ich habe keine Vision. Oh, Vision ist voll schön, aber ich hab, glaube ich, schon Vision, oder? Also sie ist auf jeden Fall eine Stute. Ein paar Sekunden später. Wir nennen sie Heaven. Pferd. Kaufen, weil ich kann ja nichts mit der Mähne machen. Ne? Hey, wartet zeitlos. Kaufen. Ja. Oh mein Gott, sie ist mega putzig. Wow, sie ist viel schöner wie in diesem furchtbaren Trailer. Ich weiß nicht, warum SSO keine Trailer kann. Ich bin mir nicht sicher. So, in den Stall stecken. Okay, wartet, wir kaufen noch ein zweites Pferd. Personalisieren. Jetzt wartet, sie heißt Heaven, dann heißt er... Eine Ewigkeit später. Sky. Ich weiß, es hat nicht unbedingt was miteinander zu tun. Es ist beides nur oben im Himmel und es macht eigentlich keinen Sinn. Ich find's cool. Er ist ein Hengst und ist zeitlos und heißt Sky. Und sie ist eine Stute und ist zeitlos und heißt Heaven. Yes! Oh mein Gott, ich muss ehrlich sagen, ich bin so unfassbar überrascht, dass er mir so gut gefällt. Er ist einfach nur wunderschön und bei ihm passt dieses Pandorische, das die beiden ja an sich haben, mega gut. Ich finde, bei ihr passt es nicht 100% und ich muss ehrlich sagen, mir gefällt die nicht magische Form auch in-game besser. Aber wir gehen jetzt einfach in den Stall und gucken die beiden an. Oh Leute, ich habe die Pets vergessen. Der ist mega putzig. Jetzt wartet mal, wie sieht der andere... Warum kann ich den anderen hier nicht sehen? Das ist ja auch ein bisschen komisch gemacht, oder? Warum ich die nicht beide sehen kann? Wir kaufen den hier. Der gefällt mir mega gut. Kaufen.
Ich habe die beiden jetzt gerade zugewiesen und gehe gerade zu dem Pferd. Und ich bin einfach so gespannt, wie sie einfach jetzt im Allgemeinen aussehen, wenn wir sie jetzt gleich verwandeln. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin maximal happy und wir haben kein Herz mehr. Okay, die Herzen wurden abgeschafft. Wahrscheinlich einfach wegen Roleplay, weil natürlich Herzen so ein bisschen schwierig sind. Oh mein Gott, bist du schön. Als ob. Ihr habt mir gesagt, man kann es irgendwie auch mit irgendeiner Tastenkombination machen, die ich natürlich schon wieder vergessen habe. Als ob, bist du schön. Oh, das ist nicht unser Ernst. Jetzt wartet mal, wir stellen die beiden jetzt einfach mal hier vorne hin. Ein paar Sekunden später. Sky, kommst du bitte mit mir? So, wir kuscheln erst für die Liebe natürlich. Du bist toll. Oh mein Gott, du bist wunderschön. Lol, ehrlich gesagt habe ich kurzfristig überlegt, ob ich mir nur Himera kaufe. Denn Antea, glaube ich, heißt er. Also vermutlich ist es auch eine sie, aber bei mir ist ein er. Ich darf mir das ja selber aussuchen, was für meine Pferde für ein Geschlecht haben. Komme ich immer mal wieder Kommentare, ne? Nein, das ist eine Stute. Ja, vielleicht. Ist mir egal. So, Sky. Oh mein Gott, er sieht... Boah, er ist... Oh mein Gott, ich hätte niemals gedacht, dass er mir so gut gefällt, als wie er mir gefällt. Wow. Er ist bildschön. Als ob. Ich dachte wirklich, er ist ein Black. Also ich meine, vielleicht ist er ein Black. Ich habe nicht nachgeguckt, ehrlich gesagt. Ich habe mich einfach nur eingeloggt und mir diese Pferde gekauft. Aber er sieht definitiv nicht Black aus. Wisst ihr, was er auch sein könnte? Er könnte ein Cream-Gen haben. Smoky Black. Das könnte er sein. Weil Smoky Black sind ganz oft, sehen ganz oft eher braun aus. Oh mein Gott, ihr seid so putzig. So, jetzt wartet mal. Wer von euch beiden bekommt denn jetzt was zu trinken? Du. Weil du stehst besser. Oh mein Gott, bist du putzig? Als ob. Oh mein Gott, ich bin mir nicht sicher, ob ich den beiden... was haben wir da? Okay, macht es am besten nicht zu Hause nach. Das ist so ziemlich eigenartig. Okay, oh mein Gott, wir sind hysterisch und begeistert. Jetzt wartet mal, ich kann doch, also von Sky kann ich das so machen. Und kann ich das von ihr? Nee, da muss ich wahrscheinlich erstmal draufsetzen, oder? Also ich vielleicht auch nicht. So, wir gucken sie jetzt auch nochmal an, wie sie aussehen, wenn sie verwandelt sind. Oh mein Gott, Leute, ich bin mega begeistert. Das Ding ist, ich wollte eigentlich Himera nehmen, aber wir nehmen jetzt... Oh mein Gott, Antea, glaube ich, heißt er. Wie gesagt, bei mir heißt er Sky und er ist ein er. Und wir gehen jetzt einfach mal mit ihm ganz kurz raus. Wobei, wisst ihr, was wir auch noch machen könnten? Wir könnten... Wobei, wollen wir Ausrüstung kaufen? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob wir Ausrüstung kaufen wollen. Wir können aber einfach mal ganz kurz gucken. Später. Oh mein Gott, Leute, guckt mal, wie süß er mit der Ausrüstung aussieht. Das große Problem, glaube ich, ist aber, wenn er... Kann ich ihn hier um... Oh, ich kann ihn hier im Ernst umändern. Ja, guckt mal, das große Problem ist, dass diese Ausrüstung halt wirklich nur dann gut aussieht, wenn er verwandelt ist. Was machen wir denn jetzt? Schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare, was für eine Ausrüstung habt ihr euren Pferden angezogen oder habt ihr denen überhaupt eine Ausrüstung angezogen oder habt ihr die einfach so gelassen, wie sie sind? Die ist gefühlt okay, aber die gefällt mir halt nicht so gut. Ich habe mich jetzt gegen eine Ausrüstung entschieden und wir gehen jetzt ganz kurz noch auf den Reitplatz und sind einfach jetzt hier frei. Und reiten ohne Zaumzeug und ohne Sattel. Und ich finde es mega cool. Ich glaube, die Haflinger können nichts, ne? Also ich überlege gerade. Ich glaube, die Haflinger können nichts. Oder? Können die irgendwas? No. Ich meine, sie können schöne Gänge, ne? Aber ansonsten, glaube ich, können sie nichts. Aber es ist nicht so schlimm. Oh mein Gott. Ich bin einfach nur mega begeistert. Und jetzt wartet mal. Ich versuche, mich hier gerade durchzuklicken. Ihr habt gesagt, irgend so ein... Jetzt bin ich abgestiegen. Havas! Oh mein Gott, ja, 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 ja. Mit H können wir uns verändern und wir machen wieder das Interface aus und verwandeln uns. Und verwandeln uns.
Okay, das dauert ein bisschen. Es hat ein paar Sekunden Cooldown. Wir können das quasi nicht permanent machen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin mega überzeugt. Ich war schon mega begeistert, als ich das erste Bild gesehen habe. Und habe mich mega krass gefreut, mir eines oder sogar beide der Pferde zu kaufen am heutigen Tag. Ich hätte aber nicht gedacht, dass mir tatsächlich Antea besser gefällt. Aber it is what it is, Leute. Oh mein Gott, das ist mega putzig. Ich kann euch jetzt leider nicht zeigen, wie man führt, weil ich habe keinen Halt da dran, beziehungsweise kein Zaumzeug. Aber ich verlinke euch einfach mal das Haflinger-Video im i. Und ich bin mega krass happy, dass der Bart nicht stört. Denn der Bart ist ja da. Okay. Aber meiner Meinung nach stört der gar nicht. Und ich finde die Pferde einfach wunderschön. Ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, gefallen euch die beiden Pferde? Und habt ihr euch beide gekauft oder nur einen? Oder was geht ab bei euch? Schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich bin super happy und bin ein bisschen sehr verliebt in meinen Sky. Was ist euer Favorit? Sky oder meine Heaven? Ich bin mega krass gespannt, wie ihr die Pferde findet. Ich danke euch auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Lasst sehr, sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!